Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Helene Fischers Geheimnis nie gelüftet und ihre Date mit Thomas Seidel. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir laden Sie ein, sich den heutigen Inhalt anzusehen. Nach vielen Auseinandersetzungen haben wir uns entschieden, zusammenzuleben. Wir sind seit fast einem Jahr zusammen, aber wir waren noch nie allein. Warum ist sie nie bereit, alleine zu gehen, wenn sie verliebt ist? Er und ich kennen uns jetzt seit einem Jahr. Ich habe sie oft gebeten, mit mir auszugehen. Aber sie hat sich immer geweigert. Als ich sie gefunden habe, hat sie immer darüber gestritten, so rumzuhängen. Ich fühle mich sehr traurig. Sie weigerte sich nie, mich zu begleiten, aber als sie mich bat, zu gehen, ging sie. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber wenn sie sich weigert, möchte ich weitermachen, damit wir uns nicht streiten. Es scheint, dass sie sehr traurig sind, wenn sie möchten, dass ihr Geliebter allein ausgeht, um die Atmosphäre zu verändern, und es gibt keinen Geist zwischen den beiden Masken, die das Bergdach verbinden. Hast du dich jemals gefragt, warum sie nicht gerne alleine ausgeht? Wie hat sie reagiert und welche Ausdrücke hatte sie? Fühlen sie sich wie die Dinge, die sie ihnen gibt? Liebe Freunde, es kann immer noch Probleme geben, die sie nicht teilen, nachdem sie sie gefunden haben, und vielleicht hilft ihnen dies, besser miteinander zurechtzukommen. Es gibt viele Mädchen, die Angst haben, mit ihren Freunden zusammen zu sein. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass sie das Vertrauen verlieren. Daher ist der Austausch, das Teilen und das Lernen zwischen zwei Menschen äußerst wichtig. Die Show fühlt sich an, als ob sie möchten, dass zwei Personen alleine ausgehen, um sich zu treffen, sich aufzuwärmen oder keine romantische Zeit zu haben, nur sie und sie. Zwei ihrer Lieben sind gleichzeitig eingeladen. Danach wird sie sich an das Dating-Geschäft gewöhnen und kann problemlos zustimmen, dich zu einem privaten Date einzuladen. Wünsche dir viel Spaß. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt besser verbessern können. Ich wünsche Ihnen Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.